Hallihallo, hallöchen, meine Freunde, und willkommen beim Gumgaliga Pokémon. Mein Name ist Kirill, wir spielen Pokémon Platin und beim letzten Mal haben wir, da sind wir im Wesentlichen einfach nur rumgelaufen und haben versucht, wer ist es denn, die Stadt zu erkunden, beziehungsweise generell, ich weiß gar nicht mehr, was wir genau gemacht haben letztes Mal. Pokémon gefangen haben wir auf jeden Fall auch. Und wir sind auf dem Weg nach Erzelingen gewesen. Wir haben auf jeden Fall aus hieß es Jubelstadt. Wait, lass das uns eben anschauen. Guck mal, wir haben ein Tagebuch. Kann ich das, wenn ich das einsetze, direkt sehen, was ich gemacht habe? Genau. So, wir waren. Das ist Zweiblattdorf, das ist das davor. Und das letzte Mal gespeichert haben wir in Jubelstadt, haben Pokéballs gekauft und sind jetzt in Erzelingen angekommen. So. Und wir haben Heidi besiegt beim Erzelingen-Tor. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Trainerin. Moin Malefisto, schön, dass du da bist. Genau, und womit es jetzt weitergeht ist, also ich glaube, das hier ist Erzelingen. Genau, das ist jetzt Erzelingen. Wir waren auf dem Weg nach Erzelingen und haben jeden Weg außer den korrekten angelaufen. Genau, weil ich gucken wollte, was unsere Roadblocks sind. Weil es ja da, wenn man sich das anschaut hier unter Karte, da waren wir in Jubelstadt hier drüben. Was war das? Was bewegt sich da? Warum ist da ein orangener Punkt, der sich so bewegt? Egal. Auf jeden Fall, Jubelstadt hier hinten ist, da waren wir und ich habe geguckt, ob wir irgendwie nach Bleedburg oder Flori kommen. Tun wir nicht, wir können nur nach Erzelingen. Unsere Pokémon aktuell sind, nein, das sind Pokébälle. Das ist nicht das. Ich will unter Pokémon, genau. Unsere Pokémon alle aktuell sind Gott. Gott, das Bidiza. Guten Morgen, Mastelux. Schön, dass du da bist. Shinox, Chillast, Staralili. Genau. Gott ist das einzige Pokémon, das bisher durch für den Dex gefangen wurde. Und hat eine Diskussion zum VM-Slave-Begriff ins Leben gerufen. In unserem Discord-Server gab es dann einen Vorschlag von From Outer Space Gaming. Machen wir so. Genau. Der da war. VM Friend, wie Malefisto bereits sagt. Genau. Und wir werden, wenn wir Gott tatsächlich zum VM Friend machen, diesen Begriff verwenden. So. Oh mein Gott. Wir laufen nach Erzelingen. Das erste, was passiert ist, dass ein Dude mich anspricht. Sieh mal an, ein Trainer. Aber wie? Wie geht das denn? Du hast ja keinen einzigen Arena-Orden. Dagegen müssen wir sofort was unternehmen. Weißt du was? Ich bring dich zur Pokémon-Arena. Okay. Cool, danke, aber ich glaube, meine Pokémon sind noch nicht stark genug dafür. Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Och nö. Hallo, Perl. Was? Wie? Oh, du bist es, Carsten. Hast du es bis hierher geschafft? Aber du bist echt langsam, weißt du das? Die Arenaleiter hier ist übrigens eine harte Nuss, nicht leicht zu knacken. Wie er sich wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt? Hä, wie, ich habe den Faden verloren. Na, auf jeden Fall ist der Arenaleiter in die Kohlemine gegangen. Wenn du ihn dir vorkämpfen möchtest, müsstest du schnell zur Mine. Okay, ich komme also eh nicht in die Arena, bevor ich weiter trainiere. Das ist ein guter Vorschlag, der gefällt mir. Genau, Master Luxe. Also wir finden den auch besser. Das sieht doch nach Item aus, aber ist es nicht. Ja, auch nicht. Okay. Ja, wir sind nicht zu langsam, du hast nur zu viel aus der Zuckerdose getascht. Genau. Ja. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen die frische Luft von hier oben aus. Wenn ich so einen Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstellen und laut Hallo brüllen. Ja. Vielleicht ist weiter unten ein Lüftungsschacht, den man ansprechen kann. Der dann ganz laut Hallo brüllt. So. Wir gucken uns erstmal durch die Häuser in Erzelingen, bevor wir in die Minen gehen, würde ich sagen. Ein Arenaleiter ist nicht mit einem normalen Trainer zu vergleichen. Er ist dir hoffentlich klar, dass sie wesentlich zäher sind. Wesentlich. Ich würde so viele Pokémon wie eben möglich mit in den Kampf nehmen. Also, weiß ja nicht. Weit lässt uns mit unseren Pokémon in der Mine trainieren. Okay, das ist der Dings vermutlich, der Arenaleiter. In der Region Sinnoh gibt es 8 Arena-Leiter und das Ziel eines Trainers sollte es sein, Orden von allen 8 Leitern zu erhalten. Das heißt für dich, dass du alle 8 in ihren Arenen besiegen musst. Ja, gut. Das ist für die Leute, die noch nie Pokémon gespielt haben. Streiten die sich um ein Entron? Pokémon sollte man einen Spitznamen geben. Das stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Aber er hat sein Entron gelb genannt. Nur wegen der Farbe. Irgendwie verstehe ich die Logik dahinter nicht.
Wow. Fängst du auch Pokémon? Hier, wenn du magst, gehört er dir. Finsterball. Ist das der Finsterball? Ist das der, wenn es dunkel ist? Jawohl. Der beste Ball. Ich glaube, der war hier noch richtig OP mit irgendwie dreieinhalb Dings. Multiplikator für das Fangen. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ein mysteriöser Ball geeignet für Einsätze in der Nacht oder im Dunkeln. Was sehr gut ist, weil wenn wir jetzt in die Minen gehen, ist das ja quasi zielführend. So, das Haus haben wir dann abgefrühstückt. Generell ist da auch einer mit dem besten Design. Ja, finde ich auch. Den habe ich hier hinten. Da irgendwo müsste der. Einer von denen. Ich kann das gerade im Bild nicht sehen. Wie dunkel der ist. Den habe ich mir aber auch machen lassen. So. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Die sorgen für Frischluft im Untergrund. Ja, so habe ich. Ich wurde darauf hingewiesen. Bei einem Pokémon-Tausch wird auch das getragene Item getauscht. Das ist doch gar nicht mal übel, oder? So kannst du nämlich beim Tausch eines Pokémon ein Item verschicken. Oder halt Leute abfacken, die einen Salamander, nein, die Tausch-Entwicklungs-Pokémon haben wollen und dann ewig steigen geben. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhältst, wächst schnell. Wächst es aber zu schnell, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Das passiert dir natürlich nicht, wenn du viele Arena-Orden besitzt. Was eigentlich nichts damit zu tun hat, aber das ist halt die einzige Möglichkeit, wie das Spiel rechtfertigen kann, beziehungsweise wie das Spiel messen kann, wie weit du schon bist. Du, hör mal, hast ein Pokémon namens Macholo. Würdest du dein Macholo, Macholo? Macholo? Ich reite immer darauf rum, dass Skipjay also nicht Arceus, sondern Arceus sagt. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie man Macholo oder Macholo ausspricht. So, willst du dein Macholo gegen mein Abra tauschen? Ich habe keins, aber... So, das heißt, ich weiß, dass wir hier den Tausch machen könnten, aber das sind beides Gen 1 Pokémon, das heißt, das... ja, brauchen wir nicht. Jedes Pokémon besitzt eine spezielle Fähigkeit, die es einsetzen kann. Danke für den Hinweis. Im ersten Stock ist die Aussicht famos, aber man kommt schwer nach draußen. Sag, würde es dir etwas ausmachen, mir ein Pokémon namens Kleinstein zu zeigen? Habe ich nicht. Ich soll ihm nur ein Pokémon namens Kleinstein zeigen. Okay. Wie Macho. Okay, also Macholo. Das ist ja noch schlimmer. Da kommt ja quasi ein T rein. So. Am meisten mag ich die Fähigkeit Mitnahme meines Pachirisu. Mein Liebling hebt eine Menge Sachen auf, ohne dass er mir auffällt. Hat nicht Gott auch so eine Fähigkeit? Oder war das... nee, das ist Wankelmut. Okay. Professor Gastan, Master Luxe, vielen Dank für das Abo. So. Wie fies, anstatt Kadabra und Mashok wird der Tausch tatsächlich, wo der Tausch tatsächlich was bringt. Ja, gut, aber that's the goal, vermutlich. Ahoi, Professor Kastan. So, dann hatten wir über, dann hätten wir aber zwei Ewigstein-Trades, ja, vermutlich schon. So, nee, dann verwechsel ich das mit Bidi, nee, nicht mit Bidiza, sondern mit, Herrgott, das Pokémon, dasselbe Prinzip, Zickzacks. So, Zickzacks hat nämlich Mitnahme, glaube ich, oder kann Mitnahme haben. So, yo. Gucken wir mal, was die im Laden für verfügbare Sachen haben. Oh, es sind schon wieder zwei Personen im Laden. Pokéball, Trank und so weiter, ja. Ich weiß gar nicht. Ich wünschte, ich könnte sehen, wie viele Pokébälle ich im Bestand habe. Ah, guck mal, okay. Wie viele Tränke habe ich im Besitz? 8, komm, stocken wir mal auf. Das Gegengift. Das ist in Ordnung, Paraheiler. Können wir einen mitnehmen. Nee, verkaufen brauche ich erstmal noch nichts. Und hier ist Minenbriff, Heilball und Netzball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Wasser- und Käfer-Pokémon zu fangen. Das ist aber sehr teuer für einen Ball, der das spezifisch macht. Und ich weiß nicht, was der Multiplikator ist. Eine der Kostenfähigkeiten im Early Game. Eine der Kosten... Ich nehme an, dass du versuchst, das Besten zu schreiben. Oder coolsten, irgendwas in die Richtung. Der Orden, die von den Arena-Leitern vergeben werden, sagen etwas über deine Fähigkeiten als Trainer aus. Je mehr Orden du hast, desto mehr Items kannst du im Supermarkt kaufen. Ach, ist das, passt sich das jetzt in allen Märkten an? Und Obsten, OP-sten, ja, das ergibt Sinn. Finsterball kostete auch 1000, ja, aber bis du da ankommst, dass du den kaufen kannst, hast du das Geld auch. So. Also ne, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Netzball sich lohnt, das meine ich halt. Finsterball hat ja auch 3,5
der Multiplikator in diesem Spiel. So. Die besten Verkäufer hier im Pokémon-Supermarkt sind wirklich sehr nett und sie verkaufen die verschiedensten Items. Wusstest du das? Ja, das tue ich. Das wusste ich. Oh mein Gott, Erzeling ist relativ groß, habe ich das Gefühl. Der Arenaleiter ist in die Mine gegangen, um dort zu arbeiten. Ja, das habe ich, das wurde mir gesagt. Eine TM kann man nur einmal verwenden, eine VM beliebig oft. Es kann ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Ja, das kann es. Wenn ich mir nur einen Turbo-Treter durch die Gegend düse, habe ich das Gefühl, alle achten auf mich. Ja, weil die nicht in den... Weil sie nicht von dir getroffen werden wollen. Weit ist der Arenaleiter in der Stadt. Er mag noch jung sein, aber er sorgt für Sicherheit in der Mine und gewinnbringenden Abbau von Kohle. Das ja, ach, Erzelingen. Deswegen Erzelingen, okay. Das ist aber nicht mehr besonders modern. Würde ich ja so nicht mehr machen. Wobei, selbst in Schwert und Schild hast du Kohleminen, hä? Ja, wie viel Geld hast du denn gerade? Nicht so super viel, muss ich sagen. Und ich glaube, also in jedem Fall nicht genug, um den Kauf eines Netzballs zu rechtfertigen. Weit setzt Stein-Pokémon ein. Findest du nicht auch, dass solche Pokémon hübsch aussehen? Ich mag ihre Figur. Okay. To each their own. Falls du gerade echt Master Luxe will wahrscheinlich Kapitalismus einsetzen und fragt deshalb, wie viel Geld ich habe. Ich habe aber 1268 Poké-Dollar. So, ich weiß nicht, ob wir nicht... Wahrscheinlich haben wir mindestens AP-Probleme. Das heißt, ich lass mich eben heilen. Nein, wollte ich gar nicht. Ja, okay, gut. Das freut mich. Yay, meine Pokémon sind wieder topfit. Ah, warum laufe ich denn direkt raus? Ich wollte mit den Leuten noch reden. Schalte in einem beliebigen Pokémon-Center den PC ein, rufe dann das Pokémon-Lagerungssystem auf und verbinde dich mit jemandes PC. Mehr musst du nicht tun, um Pokémon zu lagern oder aber deinem aktiven Team hinzuzufügen. Wisst ihr, was jemandes PC ist? Im Endeffekt die Cloud. Also, auch im echten Leben ist die Cloud einfach jemand anderes PC. So. Du weißt doch, dass du über eine drahtlose Verbindung gegen einen Freund antreten kannst. Jetzt kannst du dabei sogar mit der Kampfkamera ein Kampfvideo aufnehmen, danke. Cool, du hast eine Kampfkamera. Bist du denn schon im globalen Terminal in Jubelstadt gewesen? Nein, war ich nicht. Yay, ich habe unten im Pokémon Wi-Fi Club ein Adressbuch bekommen, in das ich meine Freunde eintragen kann. Da laufen wir sowas von nicht rein. Hm, wer oder was dieses Team Galactic wohl sein mag? Sie behaupten Zugriff zu einer lang ersehnten Energiequelle zu haben. Aber ich habe gehört, sie nehmen anderen ihre Pokémon fort. Einfach so. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist alles sehr mysteriös. Gibt es denn niemanden, der diese Leute mal hinterfragt? Denkt denn keiner an die Kinder? Hier unten waren wir nicht, da geht's Richtung Minen, glaube ich. Hier in der Nähe befindet sich ein gewaltiger Berg, der über alles hinausragt. Er teilt Sinnoh in zwei Hälften. Okay. Hier unten ist die Arena, genau, da kamen wir her. Ist da noch ein Haus? Komme ich da rein? Ne, das sind nur Dekohäuser, das ist klar. Und hier... Das ist Erzeling Bergmauermuseum mit Kohle auf Du und Du. Okay. Da komme ich nicht rein. Das ist so ein größeres Haus. Da gehen wir zuerst rein. Hi, dein Pokémon könnte Krafttraining nicht schaden. Warum trainiert ihr nicht in der Mine von Erzeling? Ja, machen wir gleich. Ist cool. Es ist für mich immer eine scheußliche Angelegenheit, wenn ich mich entscheiden muss, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Ja. Ich habe das Gefühl, in den alten Spielen haben wir irgendwie mehr hilfreiche Tipps in der zweiten Stadt gekriegt. Sag doch bitte Rechner im Allgemeinen als PC. Der Cloud eher auf Servern läuft als auf Personal Computer. Gibt ein leicht falsches Bild. Ja, absolut korrekt, da hast du recht. Dann, das macht aber die ganze Sache nur noch schlimmer, wenn es in Pokémon jemandes Personal Computer ist. So, da hast du völlig recht. Das eigentlich sogar noch mal schlimmer als die Cloud im echten Leben. So, du erinnerst mich an die Zeit, als ich mein erstes Pokémon bekommen habe. Ja, weil ich mein erstes Pokémon vorhin bekommen habe, effektiv. Ich weiß jetzt nicht, wie das Mapping von Ingame-Zeit zu Echtweltzeit in Pokémon ist.
ob ich jetzt tatsächlich mehrere Wochen da einfach nur rumgestanden habe. Ich nehme aber an, nein. Das heißt, ich habe vorhin effektiv Pokémon gerichtet. So. Wow, die Augen deines Pokémon strahlen ja richtig. Das macht mich glücklich. Hier, das möchte ich dir schenken. Hey, ein Superball. Das ist eine FTP-Verbindung auf jemandes PC. Ja, genau, genau. Weißt du eigentlich, wie das Pokémon in ihren Pokébällen bleiben? Oh, 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 jetzt kommen die schlimmen Dinge. Ich denke darüber nach, welcher Pokéball wohl der beste für sie wäre. Wow, okay, er hat nichts dazu gesagt. Alles klar. Die Mine von Erzlingen wird mit höchster Sorgfalt betrieben. Wir achten darauf, dass den natürlichen Lebensraum der Pokémon zu erhalten. Indem ihr ihn ausgrabt? Indem ihr da überall die Wände einreißt, okay? Die Förderung der Kohle aus der Erzlingenmine an der Oberfläche ist vollautomatisiert. Maschinen übernehmen die ganze Plackerei. Da arbeitet man sich nicht mehr den Rücken krumm. Okay, cool, aber halt, du baust auch mehr Kohle ab und dann verbrennst du mehr Kohle und dann hast du CO2-Ausstoß in der Luft und dann hast du Umweltverschmutzung. Seit Arceus wissen wir, meine ich, dass die Pokémon sich selber schrumpfen. Ja, das wissen wir aber theoretisch nicht seit Arceus, sondern seit Komprimator ein Ding ist. Also, die Tatsache, dass es die Attacke Komprimator gibt und dass Pokémon sie erlernen können, impliziert mindestens, dass Pokémon die Fähigkeit haben, sich kleiner zu machen. Das heißt, es ist nicht weit hergeholt zu sagen, okay, alle Pokémon können sich schrumpfen, um in Pokébälle zu passen. Die, was immer noch nicht geklärt ist, glaube ich, also ich habe Arceus noch nicht gespielt. Moin Seelenfisch, schön, dass du da bist. Ich habe Arceus noch nicht gespielt. Was aber meines Wissens nach immer noch nicht geklärt ist, ist, was die in den Pokébällen treiben. Ob die da halt quasi Kryoschlaf betreiben, weswegen halt in Ordnung wäre, wenn sie auf PCs geschickt werden, weil es dann nicht so schlimm ist, weil die halt nur pennen. Was heißt nicht so schlimm, wenn der PC irgendwann, wenn die dann rausgerissen werden, könnten es 3-4 Jahre her sein oder 20, je nachdem wie alt das Spiel ist. In Arceus wurde das, meine ich, explizit gesagt, dass Pokébälle so funktionieren. Ja, nein, das auf jeden Fall, das sage ich ja nicht. Dass Pokémon sich selbst schrumpfen, um in Pokébälle zu gehen, das ist aus Legend Arceus auf jeden Fall hervorgegangen. Ich habe die Screenshots gesehen. Was ich mich aber frage, ist halt, was die darin machen. Natürlich Zeitkapseln, die vor vielen, vielen Jahren vergraben wurden. So erklärt man Fossilien am besten. So erklärt man Fossilien nicht am besten. Oh, Fossilien wurden nicht vergraben. Zumindest nicht aktiv. Meine Fresse. Es mag ein bisschen weit sein, aber es gibt da so eine Stadt. Ewigenau. Dort soll es jemand ganz Seltsames leben, den alle nur den Untergrundmann nennen. Mit so einem Namen muss er ja Experte in Sachen Untergrund sein. Aber die Leute in Erzlingen, die die ganze Zeit im Untergrund sind, nicht. Okay. Im Bergbau ist ein gesunder Körper nicht das Einzige, was zählt. Man braucht einen sehr starken Willen. Denk mal drüber nach. Um dich herum ist alles stockdunkel und gräbst dich wie wild durch den Felsen. Okay. Boah, das Pokémon, das so etwas tragen kann, muss unglaublich stark sein. Korrekt. Ich finde es schade, dass damit die Theorie wegfällt, dass in den Pokébällen die optimalen Lebensbedingungen nachgebildet werden. Tut sie ja nicht. Also, meiner Meinung nach tut sie das nicht. Weil, zum einen frage ich mich, wo die Theorie herkommt. Weil ich noch nicht einmal gesehen habe, außer vielleicht im Anime. Und selbst im Anime nicht wirklich. Wobei ich den auch ewig nicht mehr geguckt habe. In den Spielen hast du nie eine Erklärung gehabt dazu, zumindest. Soweit ich jetzt gespielt habe. Und nur weil die Pokémon sich selbst kleiner machen, heißt das ja nicht, dass die in den Pokébällen nicht optimale Lebensbedingungen haben. Also in denen, in Legenden Arceus mit Sicherheit nicht. Die Theorie stammt aus Wunschdenken, würde ich sagen. Ja, dann ist es keine Theorie. Dann ist es eine Hypothese. Und zwar eine schlechte. Genau. Aber selbst wenn du diese Hypothese irgendwie in den Raum stellen wollen würdest, würde das trotz der Tatsache, dass den Legenden Arceus gesagt wird, dass die Pokémon sich selbst schrumpfen, immer noch funktionieren. Weil die Pokémon schrumpfen ja freiwillig. Das heißt, die haben jetzt mindestens nichts dagegen, in Pokébällen zu sein. Oder du pressures die halt da rein, indem du die kaputt haust vorher. Aber das ist eine ganz andere Sache. Aber die könnten ja quasi auf kleinem Scale diese optimalen Lebensbedingungen haben. Seelenfisch, ich würde behaupten, dass zumindest moderne Pokébälle Pokémon in Daten verwandeln, sonst macht das ganze PC-System gar keinen Sinn. Richtig. Master Luxch, ich finde es nice, wie die bei Legenden Arceus auf Feldern sind und nicht im PC. Ja, das ist
diese beiden Kommentare funktionieren sehr gut zusammen. Das ist das, was wahrscheinlich quasi die Entwicklung war. Wow, das ist also Kohle. Ich hätte niemals so etwas Großes erwartet. Und die Farbe erst, die ist wirklich so schwarz, wie alle immer sagen. Wow, als hätte der Mann nie gegrillt. Hör dir das an. Die Erzlingmine verläuft sogar unter dem Meer. Oh, wow. Muss ich irgendwie zahlen? Hallo, willkommen im Bergbaumuseum von Erzlingen. Scheinbar nicht. Hallo, hallo, wie geht es dir? Ich studiere Pokémon-Fossilien. Ja, genau, hier und jetzt. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch, das tue ich. Kurz davor, aus Fossilien Pokémon zu extrahieren. Das geht, das kann ich. Aber nicht sofort, noch nicht sofort. Das heißt also, wenn ich Fossilien finde, dann... Die Geschichte der Erzlingen-Mine. Erzlingen-Mine. Moin from Outer Space Gaming, schön, dass du da bist. Tja, diese Geschichte erzählt von viel Aufwand und enger Freundschaft zwischen Pokémon und Menschen. Ich dachte, er erzählt länger. Dieser Kasten enthält verschiedene Arten von Kohle. Alltägliche Gegenstände der Minenarbeiter und alte Werkzeuge. Okay, die großen sind nur ein Textblock. Alte, abgenutzte hölzerne Werkzeuge sind hier zu sehen. Offenbar wurde ganz früher die Kohle mit diesen Werkzeugen abgebaut. Krass. Hier sind Kohlearten aus verschiedenen Regionen zu sehen. Kannst du lesen? Streich doch endlich mal das Gaming. Warum? Nein, kann ich nicht. Warum habe ich das Gaming im Kopf? Hattest du das früher im Namen? Wahrscheinlich hattest du das früher im Namen. Oh nein, nein, ich kann nicht lesen. Das ist auch so prinzipiell nicht. Verschiedene Grubenlampen sind hier zu sehen. Die Bergleute trugen diese früher auf ihrem Kopf, wenn sie in der Mine arbeiten. Okay. Wir haben jetzt genug Informationen über die Mine gesammelt. Wir schauen mal hier oben, weil das noch alles so gibt. Hatte ich, bevor ich auf die Idee gekommen bin, Unterstriche zu nutzen. Ah. From Outer Space Gaming, das hat mich im letzten... From Outer Space, ohne Gaming. Das hat mich im letzten Video auch gestürzt. Ah, ja. Okay, hier geht's einfach nur weiter in die nächste Stadt. Wir können uns eben anschauen, was für Pokémon hier sind. Wir müssen Gott eh hochleveln. Kleinstein. Zu dumm, dass wir das nicht fangen dürfen. Also mindestens nicht benutzen dürfen, weil der eine Dude hat ja gewollt, dass wir ihm das zeigen. Okay, mit Tackle und so lohnt es sich nicht, hier anzugreifen. Also gehen wir auf Blast. So. Seit wann hast du das eigentlich geändert? From Outer Space. Nur zeigen, der will das meiner Erinnerung nach nicht haben. Ja, klar. Also. Es ist trotzdem ein Gen 1 Pokémon, das heißt, ich fange es nicht. So, also. Zumindest nicht, wenn keiner von euch jetzt Dings einsetzt. Für den Dex. Yay, Chelast erreicht Level 11. Die Frage ist, sollten wir Chelast entwickeln, bevor wir halt in die Arena gehen? Oh, da oben sind Bären. Wie cool. Das heißt, wir können auch hier Beeren anbauen. Oh nein, aber das bedeutet auch, dass wir wieder Beeren, ne, ihr wisst schon, halt auch am Leben erhalten müssen. Gibt's hier auch einen Bärenmeister mit einem Garten, wo wir mal wieder hinfliegen können? Beteiligung von Gott sehen. Contests. Wie Contests? Contests gibt's auch, das freut mich. Die sind aber, ich hab gehört, dass die anders funktionieren hier als in Gen 3. Die verfallen meiner Erinnerung nach hier aber nicht. Boah, hoffentlich. Wir können es ja ausprobieren mit den Bären hier. Wir nehmen die einfach weg und dann gucken wir, ob die... wir nehmen die weg, wir platzieren neue und gucken dann, ob die in ein paar Wochen wieder da sind. Ja, immer noch da sind. Okay, Ponita besiegt. Ich glaube, um zu den Bären da oben zu kommen, muss ich, die pflanzen sich, meine ich, sogar selbst nach. Krass. Zumindest der Attackenteil ist sehr ähnlich bei den Wettbewerben. Oh, das ist gut. Dann kann ich meine Erfahrungen aus den Pokémon Smaragd Playthroughs nutzen. Ach, Dreck. Ich dachte, da wäre ein Item. Du brauchst dein Fahrrad. Ach, um hochzukommen. Ja, jetzt. Hast du recht. Ich komme da nicht. Ich komme zwar an dem Trainer vorbei, aber nicht zu den Bären, ja. So. Das ist doof. Okay. Dann. Gott setzt. Nein, Spurz setzt Heuler einen Angriff von Gott sind.
Okay. Was ist eigentlich, wie ist dieses Bidizam-Meme eigentlich entstanden? Also ich, noch bevor Darfnex unseren Bidizam-Run gemacht hat. Noch bevor Darfnex den Bidizam-Run auf unserem Kanal gemacht hat, ist das ja so ein Meme gewesen, dass Bidiza halt dieses mega overpowerte Pokémon ist. Das hatten die ja selbst in Pokémon Go aufgegriffen als Questreihe. Was ist das? So. From Outer Space Master Luxure auch. Negative Kommentare sind Kommentare für den Algorithmus. Das hat er sicher mit Absicht gemacht. Nein, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Das habe ich gemacht, weil ich sehr, sehr große Probleme damit habe, Änderungen wahrzunehmen. So. Wenn ihr also, wenn also euer Name sich plötzlich ändert, dauert es eine ganze Weile, bis ich bemerke, dass sich's geändert hat. So. From Outer Space Gaming, ich hab's schon wieder gesagt. Und es ist halt so ein bisschen Muscle Memory, weil ich das halt im Kopf hatte. Weil ich meine, zu Beginn, als du, als wir den, wer ist es denn? Ich hab ganz vergessen, was unsere Wette war, weswegen du ein Abo hinterlassen hast. Aber wir hatten ja eine Wette gehabt, wegen der du das Abo dann hier abgeschlossen hast. Und zu dem Zeitpunkt müsste das Gaming noch da gewesen sein, deswegen habe ich das seitdem im Kopf. So, Promoter Space, das habe ich seit, keine Ahnung, einem halben Jahr nicht mehr, war noch nicht häufig im Stream. Da erklärt's. Ah, guck mal, da ist doch ein Item. Ich wurde nur vorher von dem Dings aufgehalten. Danke für die Gesundheitswünsche, Malefisto. Das ist einfach ein Meme, weil Bidiza so nutzlos ist und in derselben Generation wie Gott ist. Ach! Klar! Weil Arceus ja Gott ist. Actually Gott. Oh, ist jetzt schon wieder Heuler ein. Das wird wieder ein ewig langer Kampf, aber ich will die KP, also ich will die EP halt nicht an anderes Pokémon geben. Die ich hier durch den Kampf gegen Zipurze kriege. Oh nein, Zipurze speichert Energie. Und so nutzlos ist es doch gar nicht. Ich dachte, es ist der beste VM-Freund. Das ist ja auch ein Nutzen. Nur weil es nicht stark ist, heißt das ja nicht, dass es nicht nützlich ist. Okay, wir nehmen Shinox, auch wenn ich nicht weiß, ob das typeneffektivitätsmäßig besser ist. Vermutlich nicht, aber es ist gut, wenn wir Shinox nehmen, weil wir Shinox auch EP, also auch weil wir für Shinox auch EP brauchen. So. Yay. Okay, und dann rennen wir zum Pokémon Center zurück und dann gehen wir wahrscheinlich direkt in die Minen. Oder wir rennen zum Pokémon Center zurück und bekämpfen mindestens diesen Fahrradtrainer, wenn es ein Trainer ist. Hallo, Kleinstein. Okay, Kleinstein würden wir eh nicht so besiegen wollen. Und es lohnt auch nicht, hier auf Shinox zu wechseln, weil Shinox Tackle hat und Tackle nicht sehr effektiv ist. Andererseits. Weil Shinox hat nur, ja, Tackle und Lagervorgang. Aber Shinox ist auch doppelt so viele Level drüber. Kriegen wir schon hin, auch nur mit Tackle. Und dann kriegt es wenigstens die EP dafür. Okay, typentechnisch macht das nichts, sagte Malefisto zu Shinox gegen das Insektenvieh. Zipurze? Ist Zipurze diese Generation? Ich glaube ja. Aber niemand will Käfer-Pokémon fangen. Okay, vielleicht kriegen wir das doch nicht mit Shinox hin. Weil ich glaube, das Kleinstein macht mir tatsächlich mehr Schaden als wir dem Kleinstein. Also DPS-mäßig, DP-Runde-mäßig, wie auch immer. DPS ist es ja nicht, weil es nicht Live-Action, also eher Quatsch, nicht, mein Gott, nicht Real-Time ist. So, Zipurze ist Gen 4 und ich warte da eher auf Delelele-Woop. Was ist Delelele-Woop? Was ist das? Malefisto.
Delewoop? Delewoop? Was soll mir das sagen? Langsam glaube ich, dass das gar kein Trainer ist. Es ist kein Trainer, okay. Das Gefälle ist etwas zu rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bewegen. Du hast kein Fahrrad? In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Cool, da muss ich bis nach Ewigenau trampen, um da hochzukommen, um die Bären zu fangen. Ja, fangen vor allem. Um die Bären einzusammeln, cool. Der Ruf von Zirpeise, okay. Ich nehme an, Zirpeise ist die Entwicklung von Zirpurze. Oder ein anderes Pokémon, ähnlich wie Volbeat und Illumisee, das halt auch ein Insekt ist, das aber aus, also zur selben designmäßigen Gruppe passt. Wobei ich nicht weiß, ob das hier in dem Spiel besonders häufig passiert, wenn korrekt, was davon ist korrekt? Die Entwicklung oder die Doppelgruppe? Ist die Entwicklung, okay. Jeder ist stolz auf die Mine. In dem Moment, wo wir hier stehen und uns unterhalten, grabt sie unter dem Meer nach Kohle. Ich finde das einfach faszinierend. Das könnte eine Anspielung auf Arceus sein. Was genau davon jetzt? Da sind ganz schön viele Items. Angriffsplus? Okay, Angriffsplus ist, und Gelbstück. Okay. Angriffsplus ist im Angriff. Im Kampf. Hebt die Volltrefferquote des Pokémon im Kampf. Die Wirkung wird mit Tausch des Pokémon beendet. Und hier X-Angriff ist, hebt die Angriffswert eines Pokémon im Kampf. Die Wirkung mit dem. Das ist natürlich blöd, dass sie das so benannt haben. Die hätten das vielleicht, keine Ahnung, X-Volltreffer nutzen sollen oder so nennen sollen. Das könnte eine Pokémon Legends Arceus. Ich verstehe immer noch nicht, was genau eine Anspielung worauf sein könnte. Also, wenn überhaupt, in diesem Spiel kann keine Anspielung auf Pokémon Legenden Arceus sein. So prinzipiell, weil Legenden Arceus zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ein Gedanke in dem Kopf von jemandem war, vermutlich. So. Diesen Berg schmutzigen Sandes nennt man Abrauben. Halde. Das ist ein Abfallprodukt, das entsteht, wenn man Kohle abbaut. Ja, und in Nordrhein-Westfalen, wo wir wohnen, oder um genau zu sein, im Ruhrgebiet, gibt es sehr viele davon, die sind sehr, sehr groß und dann werden da im Endeffekt Parks drauf gebaut, weil die halt grün, also weil die Pflanzen da drauf pflanzen und so und Gras und ähnliches. Ist ganz cool für Hunde. So. Master Luxe, das weißt du ja nicht. Ja, aber man kann schwer davon ausgehen. Malefisto, Game Freak wäre dann Omega Brain. Genau, richtig. Und ich, also, bei der ganzen Kritik, die Leute zu Game Freak haben, glaube ich nicht, dass die derart lang vorausplanen würden. Du besichtigst die Mine. Wunderbar, das ist sehr gut. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen, den eigenen Horizont zu erweitern. Yes. Schlag, hau, Macholo. Macholo. Schlag, hau die Felsen weg. Okay. Ich glaube nicht, dass der Game Freak 16 Jahre im Voraus denkt. Naja, in gewisser Weise bestimmt. Also hier Vermögensaufbau im Unternehmen, mit Sicherheit. Oder gewisse konkrete Mitarbeiter. Aber nicht Game Design mäßig. Das glaube ich nicht. Da werden es höchstens 3-4 Jahre sein bei der Spiele-Lore. Nee, Sicherheit nicht. Masterlux, vielleicht gab es ja einen kleinen Entwickler, der schon immer diese Idee hatte und dann diese Anspielung eingebaut hat und dann nach 16 Jahren wurde er erst genommen und die Idee wurde umgesetzt. Nein, Masterlux, ein Entwickler, der 16 Jahre darauf wartet, dass seine Idee umgesetzt wird, bleibt nicht, ein Entwickler, der, keine Ahnung, 3 Jahre bei einem Unternehmen wartet, bis seine Idee umgesetzt wird, würde nicht bei dem Unternehmen bleiben. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass jemand 16 Jahre in einem Unternehmen bleibt und dann eine Idee, die er halt einmal irgendwo als Dings eingebaut hat, als Referenz auf diese Idee eingebaut hat. Ne? So funktioniert das nicht. Was aber hätte passiert sein können, ist, dass jemand eine dieser Zeilen, von der ihr gerade spricht, ich habe nämlich immer noch keine Ahnung, worauf ihr genau referenziert,
Es hätte halt sein können, dass eine Person diese Zeilen gesehen hat und dachte, hey, cool, wenn wir das in Legenden Arceus einbauen, dann wirkt es so, als hätten wir in der Vergangenheit daran gedacht. Also, das sind Sachen, wo du, die du eher siehst, dass die halt auf Sachen anspielen, die in älteren Spielen waren. Na, das Easter Egg Backlog kann groß sein. Ja, aber nein. Malefisto, ein Buch im Fleetburg. Was? Sag mal, hab ich irgendwas total verpasst? Wann habt ihr gesagt, dass irgendwas eine Legende Arceus? So. Okay, es gibt keine Timestamps bei Chat in Dings. Wir haben über Zirpurze gesprochen. Und dann Bidiza. Okay. Hä? Und jetzt sagt Malefisto ein Buch in Fleetburg. Aber wir waren gar nicht in Fleetburg. Und ich erinnere mich nicht an irgendeine Line der NPCs über ein Buch in Fleetburg. Worum geht's? Geht's um das Bidiza-Meme? Das kommt ja nicht aus dem Spiel. Das Bidiza-Meme ist ja extern. Ich bin völlig lost, Leute. Absolut lost. Keine Frage, das hier ist harte, schwere Arbeit, die mein Macholo hier macht. Aber zusammen mit Pokémon arbeiten, das gibt mir Energie und treibt mich an. Hier, nimm einen hiervon. Ey, cool, ein super Trank. Wenn ich mich gesund und munter fühle, muss ich ständig lächeln. Das macht mich glücklich. Malefisto spricht von etwas anderem, nicht von dem, was From Outer Space meinte. Oh, boah, ich komme nicht mehr hinterher. Ich bin Domi von Miautzgenau Podcast, wenn er nicht mehr weiß, was der Chat ist. Nur das Problem bei Domi bei Miautzgenau Podcast ist, dass er halt literally nicht hinter seinen Chat kommt, weil der Chat zu schnell ist, während ich nicht verstehe, was der Chat von mir will. Ah, fuck, war ich überhaupt im Pokémon Center? So. Eine Sidequest in Legenden Arceus ist nur lösbar mit einem Buch in Fleetburg. Einem Buch in Fleetburg, das hier bereits existiert, oder einem Buch in Fleetburg, das erst im Remake eingebaut wurde. Und selbst wenn, kann es halt sein, dass das, beziehungsweise gehe ich schwer davon aus, dass sie das nicht so geplant haben, dass ein Buch in Fleetburg, das schon hier ist, für ein Spiel in 16 Jahren verwendet wird. Ich wollte gar nicht in meinen Beutel, ich wollte meine Pokémon anschauen. So, also wenn, dann existiert das Buch hier als halt einfach nur Lore, also als einfach nur coole Lore, und die haben dann Rätsel daraus gemacht in Legenden Arceus. Oder das war geplant für ein früheres Spin-Off-Spiel oder ähnliches. Das wird mit Sicherheit nicht so gewesen sein, dass die das geplant haben, um Legenden Arceus in 16 Jahren, wenn das Remake kommt, umzusetzen. So, ich kann hier nicht nach links und rechts vorbei. Das ist natürlich blöd. Wie soll ich denn dann mit den Leuten da sprechen? Okay. Haben die für Legenden einfach wieder aufgegriffen? Ja. Seelenfisch, genau. Master Luxe schreibt doch, weil er wirklich, wirklich hofft, dass Game Freak eine sehr, sehr schlaue Firma ist, die sehr, sehr früh schon ansetzt mit ihren Ideen, aber ich wage es zu bezweifeln. Malefisto schreibt, könnte auch ein geplantes Event gewesen sein, ähnlich wie die Azurflöte. Genau, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass die halt sowas in die Richtung, also in dem Spiel noch passieren sollte, oder in einem Spin-Off, das größtenteils, was hätte sein können, wäre, dass sie das in Diamant und Perl eingebaut haben und in Platin dann daraus eine Dings. Hier oben konnte ich nicht durch. Also als ich da oben versucht habe, nach links zu laufen, nach rechts zu laufen, ging es nicht. Dass sie das für Platin quasi dann geplant haben und es dann doch nicht gemacht haben. Das hätte halt da sein können. Wobei ich immer noch nicht weiß, was dieses Buch in Fleetburg ist, von daher habe ich auch keine Ahnung, wie das Rätsel in Legenden Arceus aussieht. Dann bist du wohl genau gegen einen Pfeiler gelaufen, vermutlich schon. From Outer Space, warum hast du, was hast du geschrieben, das zensiert wurde? Weil ich habe keine Benachrichtigung darüber gekriegt, dass zensiert wurde. Ja, weil die da auf dem Boden liegen, aber die Bänder gehen nicht mit runter.
Okay. Das heißt, ich komme zu dem Item, aber halt nur, wenn ich erst nach unten gehe und dann nach rechts und dann hoch. Okay. Alles klar. Gott wurde verwirrt. Gott ist verwirrt. Ach, deswegen läuft alles so mies. So. Ey, Gott erreicht Level 8. Ab wann entwickelt sich Gott? Weiß das einer? So, hier komme ich zum Item. Genau, Carsten hat den Pokéball gefunden. Yay. Ne, weil hier komme ich nicht durch. Das ist, ja genau, das ist dann wie Seelenfisch es beschrieben hat, dass die Bänder hier auf dem Boden liegen und ich da nicht runterkomme. 15, okay. Alles klar. Jeder, der in der Mine arbeitet, hat seine Pokémon dabei. Sie fordern dich vielleicht heraus. Hahaha. Ich fand ein paar Steine. Oder zumindest dachte ich das. Es waren Pokémon, die wie Steine aussahen. Sie haben mich verprügelt, weil ich keine eigenen Pokémon habe und dass hier kein hohes Gras ist, weswegen mir niemand gesagt hat, ich soll hier nicht hin. Sorry. Immer noch ein schreckliches Trauma davon, dass man immer gesagt bekommt, oh, ins hohe Gras darfst du nicht gehen, aber in Höhlen darfst du oder was. Die sollten ein Spiel starten, ein Pokémon-Spiel, und es startet halt nicht mit hohem Gras, sondern es startet halt mit einer Höhle. Dass du halt, keine Ahnung, du lebst in so einem Tal, außenrum ist nichts, außer halt einem Durchgang, aus dem du nicht raus kannst als Kind, weil du kein eigenes Pokémon hast. Und dann kriegst du dein Pokémon und dann darfst du da raus. So. Das ist hier Platos Höhle oder wie auch immer. War es Plato? Ich glaube, es war Plato, aber mit Pokémon. Wenn du dachtest, es gibt nur Gesteins-Pokémon, alle Pokémon sind Steine, die leben, weil du in diesem gottverdammten Tal wohnst, wo halt nichts ist. Und dann gehst du raus und dann siehst du auf einmal alle 16 Typen Pokémon. Dann ist dein gesamtes Weltbild, alle 18 Typen Pokémon und dann sein gesamtes Weltbild einfach zerstört. So. Ah, From Outer Space Gaming hat einen, Ich hab's schon wieder gesagt. Es wird nicht mehr weggehen. Es ist zu spät, From Outer Space Gaming. Es wird nicht weggehen. So, ich habe Seelenfisch für einen Clip geschickt für dich, alles klar. Der wird schon noch auf Zirpeise treffen, da braucht man dem das jetzt nicht zeigen. Ah, okay. In wie vielen Jahren wird er auf Zirpeise treffen? Wahrscheinlich, hat einer der Trainer oder Arena-Leitenden, TrainerInnen oder Arena-Leitenden, Zirpeise? Na, dann werde ich vermutlich da dann darauf treffen. Okay. So. Erzelingenmine. Ich glaube, wenn ich die Leute anspreche, werden die mich dann erstmal zu kämpfen herausfordern. Vielleicht sollte ich dann nicht mehr gegen die wilden Pokémon kämpfen. Stell dir vor, deine Startstadt ist in Gen 3 ist zufällig und du startest in Cenerovil. Joa. Also, das Ding ist, wenn die ein Spiel aufbauen, wenn die ein Spiel so aufbauen, dass das tatsächlich machbar ist, dass also tatsächlich auch aus dieser Stadt dann wieder rauskommen kannst, dann fände ich das gar nicht mal so uncool, weil dann generell halt so ein bisschen mehr Randomize drin ist. Das erinnert mich so ein bisschen an den Dings-Mod, wie heißt es denn, an den Skyrim-Mod, wo du nicht immer mit "Hey, you, you're finally awake" aufwachst, sondern halt eine random Startposition in Skyrim kriegst und eine random Backstory und die dann, also ja, du kannst dir entweder auswählen oder halt eine random Story kriegen, damit du halt einen neuen Playthrough nicht mit immer wieder denselben Charakteren halt anfängst. Also ja, immer wieder derselben Route. Das wäre ganz cool für Pokémon, wenn du halt irgendwo anders starten könntest, solange du da auch rauskommst. Also Xenerovil ist halt schwierig. Ja, das könntest du theoretisch auch bei dem, was ich gerade gesagt habe, machen, wenn du eine Höhle hättest oder halt, also eine Stadt, die aufgebaut ist wie Xenerovil, nur halt, dass du nicht tauchen musst, sondern aus einer Höhle rauskommen musst und dann ist da einfach Zertrümmerer und du hast halt keinen Orden und kommst dann halt auch da nicht durch. So. Diese Macholo habe ich auf der Route 207 getroffen. Sie sind mir verlässliche Partner geworden. Okay. Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Du hast es geschmuggelt. Das heißt, du möchtest tendenziell nicht, dass andere Leute es sehen. Und dann fängst du an, gegen mich zu kämpfen? Arbeiter Leopold? Das ist aber so prinzipiell keine gute Idee.
würde ich spontan behaupten. Nein, nicht mit dem Bilizer kämpfen. Ui. Steinpolitur. Das sah mehr wie Stein zerkratzen aus, muss ich ehrlich sagen, von der Animation her. Sauber. Ich nehme an, auf Route 206 gibt es Surprise. Du erwartest von Leos gute Ideen? Klar, warum nicht? Warte, wieso? Hä? Was denn? Hä? Okay. Leopold kann einfach nicht anders, er hat das Pokémon. Ja, okay. Und der Typ oben, Leute nehmen ihre Arbeit zu, ihre Pokémon zur Arbeit mit. Wenn das doch jeder tut, braucht man das dann noch schmuggeln? Er hat nicht gesagt, dass man das darf. Er hat nur gesagt, dass die Leute es tun. Wow, der hat aber einen coolen Helm. Mein Freund, warum ist dein Helm so cool? Einen Moment. Einen Moment. Muss kurz in die Pause. Okay, wir können weitermachen. So, Malefisto meinte, der Dude wird potenziell ein Roadblock. From Outer Space, Pokémon Platin DLC, Firmenuntergrundkämpfe, immer zur Mittagszeit gibt es illegale Turnierkämpfe. Ja, genau. Wir zerschlagen nicht ein böses Team, sondern decken einen illegalen Pokémon-Kampfring auf, fühle ich. Boah, das Problem an der ganzen Sache ist, dass halt Pokémon-Kämpfe völlig legal sind. Das heißt, dieser illegale Pokémon Kampfring müsste richtig krass auf halt Pokémon hier Sicherheit scheißen. So. Mit der Attacke Zertrümmerer kann man den Felsen aus dem Weg räumen. Cool. Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist der Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arenaleiter besiegen. Und das bin ich. Geil. Läuft er einfach weg. Ich stehe hier rum und ich könnte ihn jetzt besiegen, aber nein, es geht nicht. So, das ist ein wildes Kleinstein, das ignorieren wir mal. Hi. Blick zu mir. Na gut, ein schneller Kampf während meiner Pause. Sieht das hier wie eine Arena aus? Ist doch egal, er ist der Arenaleiter. Es ist völlig egal. Hallo, Wolfram. Wolfram ist mehr so Stahl und nicht Gestein, aber nehmen wir. In Ordnung. Oder einfach massive Wetten, welche nicht versteuert werden, um Pokémon Center zu finanzieren. Jawohl.
Jetzt denkst du richtig, Manifesto. Jetzt funktioniert das. So, hier, Public Healthcare. Single-Payer Healthcare, um genau zu sein. Da ist eh die... Also, wir wissen eh immer noch nicht, wie das finanziert wird. Alles. Das wäre echt mal eine... Also, so eine unfassbar trockene Pokémon-Spin-Off-Serie, wo es um halt so einen Mittelstandsmenschen geht. So ein Mittelstands-Pokémon-Trainer, dessen Sohn auf Abenteuern ist oder so. Der aber halt, oder die... Die aber halt, wer ist es denn? Halt sich mit diesen ganzen erwachsenen Menschen-Sachen auseinandersetzen soll, die halt ein Kind auf Abenteuern nie mitbekommt. Also keine Ahnung. Das Kind, was weiß ich, das Kind kriegt ja die ganze Zeit Geld. Das Kind kriegt die ganze Zeit Geld. Aber die Eltern müssen das ja versteuern, weil das Kind nicht steuerpflichtig ist. Oder wie das heißt. Also das Kind zahlt ja keine Steuern, weil es kriegt Einkommen, aber es hat keine... Nee, warte, es kriegt Einkommen. Eigentlich müsste es auch Steuern zahlen. Das heißt, eigentlich müsste so ein Kind haben, das seinen Eltern... Also der Eltern, die ihren Kindern erklären, wie sie das gottverdammte Geld, das sie in Pokémon Trainer Camp kriegen, zu versteuern haben. So. Manifesto. Ja, gut, ja, Seelenfisch, dann müssten sie ihre Welt erklären. Ja, eben. Das sage ich doch, dass sie das sollen. Manifesto. In Sinnoh, die massiven Einnahmen, die sind ja erwirtschaftet, kein Problem. Pokécenter sind bestimmt verstaatlicht. Pokécenter sind mit absoluter Sicherheit verstaatlicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die anders funktionieren würden. Aber das wäre auch mal so eine Idee. Wir hatten ja in der Grugerliga, apropos, wir sind ausverkauft, nur so nebenbei. Also wenn ihr noch Tickets haben wollt, tragt euch da unten auf die Warteliste ein. Wir brauchen aber auch jedes Jahr weiterhin Helfer. Und ja, auch dieses Jahr würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr noch nicht als TeilnehmerInnen da seid. Wenn ihr uns als HelferInnen unterstützen würdet, schreibt uns dazu einfach auf unserer Website. Das ist ein Bewerbungsformular. Im Endeffekt tragt ihr euch da ein und sagt, hey, ich will Helfer machen und ich kann dies und jenes. Und dann kann man sich... Wie spontan kann man sich als Helfer melden? Basically, wenn du am Tag des Events noch vorbeikommst und sagst, also wir fangen um 7 an, halt Sachen im Park aufzubauen. Ich glaube, bis 7 ist der Park auch kostenlosen Eintritt. Also du kommst da rein ohne 7 oder 8. Warum habe ich Staralili eingesetzt? Oh nein, warum habe ich Staralili eingesetzt? Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Genau. Im Wesentlichen, wenn du halt früh morgens auftauchst am 16.07. im Ruger Park und sagst, boah Leute, tut mir leid, ich konnte mich vorher nicht melden, aber braucht ihr noch Hilfe, dann können wir dich auf jeden Fall als Springer und Gott weiß nicht was einsetzen. Also halt, wir brauchen auf jeden Fall immer Leute, die Arena-Leitenden mit Wasser und ähnlichem versorgen, wenn die halt keins mehr haben. Oder die Teilnehmenden helfen, von einer Arena zu einer anderen zu finden, wenn sich zu viele Leute an einer Arena stauen. Also das ist immer. Da stand auf jeden Fall 2019 die Tür offen. Keiner hat einen aufgehalten, wenn man da durch ist. Ja, das klingt doch gut. Die Frage ist halt, bis wann das so ist. Also ich weiß nicht, wann die offiziell eröffnen. Also wann man auch Parkeintritt zahlen muss. Aber naja. Oh, ich hätte vielleicht andersrum laufen sollen. Aber dann hätte ich den Arena-Leiter zuerst getroffen und dann erst die Trainings gemacht. Naja, egal. Ist ja auch egal, ich habe ihn nicht gegen ihn gekämpft. So, von daher. Genau, aber Master Luxe, du kannst dich basically noch am Eventtag melden. Ich würde tendenziell aber sagen, dass es besser ist, wenn man sich frühzeitig meldet. Weil, wer ist es denn? Also frühzeitig im Sinne von, dass du uns halt Bescheid sagst und sagst, hey, Leute, also geht auch informell über Discord. Ey, Leute, da ist der Jan für zuständig, falls du in unserem Discord bist. Hier, ich habe an dem Tag jetzt doch frei oder so und kann doch mithelfen. Ne? Wie funktioniert das? So.
Okay, klingt gut. Ich habe ja jetzt alle meine Klausuren fertig und bin scheinfrei. Bin also vielleicht das Wochenende dann da und schaue mal vorbei. Das wäre natürlich sehr cool. Du kannst natürlich auch einfach nur als Zuschauerin vorbeischauen. Du musst uns nicht unbedingt helfen, aber dann kannst du... Also, wir würden uns sehr freuen. Also, wir haben 10 HelferInnen für halt alles Mögliche. Generell ist unser Helferteam halt das, was jedes Jahr ein bisschen... HelferInnen sind sehr wichtig, aber aus irgendeinem Grund nicht so unfassbar beliebtes Bewerbungsziel. Wenn wir mehr Helfer haben, können wir alles effizienter machen und alles halt besser machen, weil die Hauptverantwortlichen sich dann darum kümmern können, die Sachen auch selber zu organisieren, anstatt anstatt halt Helferaufgaben zu übernehmen. Und das ist immer sehr, sehr hilfreich, weil wir halt, also ihr müsst euch das so vorstellen, auf dem Eventtag passieren immer unerwartete Dinge. Und irgendwer ist immer dafür zuständig, dass diese unerwarteten Dinge gelöst werden. Wenn diese Personen aber blockiert sind dadurch, dass die halt sich auch noch um alle halt Arena-Leitenden kümmern müssen, dann ist alles ein bisschen ineffizient und sehr stressig. Das heißt, immer extrem dankbar für HelferInnen, weil wir die halt, ist halt gut, HelferInnen dabei zu haben. Und viele bewerben sich darauf nicht. Ich weiß nicht, ob das halt einfach daran liegt, dass das ein Job ist, der nicht mit Cosplay und Pokémon-Kämpfen einhergeht. Oh, hi, Onyx. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Genau, aber das ist halt irgendwie die Gruppe, die wir immer am wenigsten haben, leider. Obwohl das halt eine wichtige Gruppe ist. Also wenn ihr Helfer habt, also wenn ihr Helfer sein wollt oder wenn ihr Leute kennt, die Helfer sein wollen oder können, dann freuen wir uns sehr. Wenn ihr Leute kennt, die gerade erst von uns erfahren haben, wir haben mitgekriegt, dass ein paar Leute von uns, also unsere Social Media Präsenz dieses Jahr zum Beispiel nicht so mitbekommen haben. Wenn ihr Leute habt, die jetzt erst von uns herausfinden oder wenn ihr irgendwie neue Leute kennenlernt, die Pokémon spielen und diese Leute kennen uns noch nicht und ihr sagt, erzählt denen von uns, dann können die sich immer noch auf die Warteliste eintragen, um sich dann, wenn zum Beispiel durch Rückerstattungen Tickets frei werden, noch ein Ticket zu sichern. So, wir haben noch knapp eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob wir die Arena mit unserem Team schaffen. Weil wir haben Level 9 Gott mit Einigler. Wo ist es da? Mit Einigler, mit Tackleheuler Einigler. Was halt gegen Gestein nicht so super ist. Wir haben Chelast, das halt Absorber hat 25 Mal. Shinux, das nur Tackle hat und Ladevorgang eine Attacke, die die weder gegen Gesteins-Pokémon super effektiv wäre, noch überhaupt Angriff macht. Und Staralili, das literally schwach gegen Gestein ist. Also irgendwie. Chelast sollte mit Absorber regeln. Ich betone sollte. Ja, dann würde ich das folgendermaßen machen. Ich würde immer ein anderes Pokémon vorne haben für die Kämpfe und immer andere Pokémon einwechseln und die Trainer, die nicht der Arenaleiter sind, nutzen, oder die Arenaleiterin, ich weiß das gerade nicht, ich habe nur den, also aus dem Namen weit kann ich nicht rauslesen, ob das welches Geschlecht die Person hat. Genau, ich würde halt immer eins dieser drei Pokémon vorne haben, um die zu leveln. Vermutlich erstmal Shinux und Gott. Und dann Chelast einwerfen und dann mit Absorber regeln. Wir speichern erstmal, falls wir zurücksetzen müssen, weil wir schlecht sind. Gibt's eigentlich irgendetwas hier, was wir in unserem Pokénuff, nicht Pokénuff, dem hier Ding hier halt anzeigen müssen? Vermutlich nicht. Also ich glaube, ich bleibe einfach bei der Uhr, weil es auch mir am meisten hilft. Okay, dann ab zur Arena, ne? Aha, das ist die erste Arena und hoffentlich gibt's genau den Typen vor der Arena. Let's go. Hallo, wie geht's, zukünftiger Champ? Das habe ich auch diesen ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war. Der Arenaleiter setzt Pokémon vom Typen Gestein ein. Aber hört zu, Gestein-Pokémon hassen Wasser, richtig? Und sie sind schwach gegenüber Attacken von Pflanzen.
Ja, sie haben schon ihre Schwächen. Aber glaubt nicht, dass es einfach wird. Man wird nicht Arenaleiter, wenn man die Schwächen nicht gut ausgleicht. Sich mit einem Feuer-Pokémon auf ein Gesteins-Pokémon zu stürzen, wäre auch keine einfache Sache. Nun, mehr kann ich dir dazu nicht sagen, aber danke fürs Zuhören. Kann ich hier fischen? Kann ich hier wieder versuchen, hier das zu fischen? Pokémon Arena Erzeling, weit anerkannte Trainer Perl. Vermutlich nicht. Wahrscheinlich haben die diesen Bug rausgenommen in allen Spielen, aber ich glaube... Ich hab's in Dings nicht ausprobiert, in Gen 3. Professor Eiber sagt immer, Carsten, dies ist weder der rechte Ort noch die rechte Zeit dafür. Schade, ich kann hier nicht angeln. So. Hi. Du hast den langen Weg vermieden. Mal sehen, wieso du das getan hast. Um gegen dich zu kämpfen, um EP zu kriegen. Das ist der Hauptgrund. Boah, du hast nur einen Pokémon, Teenager Janus. Komm schon. Lieber Liga-Mitarbeiter, der Junge ist nicht ungeduldig, der hat seinen Kaffee mit Red Bull gebraut und kann jetzt Farben riechen. Die ganzen Erklärungen für Perls Hyperaktivität sind immer sehr, sehr, sehr interessant, die ihr euch da ausdenken könnt. Ich weiß jetzt nicht, welches Level die Pokémon vom Arena-Leiter haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass du recht haben könntest, dass Chillast einfach regelt. Tackle. Nicht Tackle. Okay, dann halt nochmal Absorber. Ich dachte, sparst du dir die AP, dann musst du nicht zum Pokémon-Center rennen. Aber nein. 14 bis 16, wenn ich... Oh, dann könnten wir doch... Dann könnten wir doch Probleme kriegen. Wir werden auf jeden Fall vor dem Kampf gegen Weid nochmal zum Pokémon-Center rennen. Gott, erreicht Level 10. Sehr gut. Fehler besiegt die Janus. Jetzt verstehe ich, wieso du mit mir kämpfen wolltest. Okay. Cool. Danke. Wir tauschen mal Shinox gegen Gott aus, damit Shinox vorne startet und hier sind keine Items versteckt. Schade. Hi. Oh, es sind auch nur zwei Trainer. Was soll das? Nur Trainer mit der Siegermentalität können eine Pokémon-Arena herausfordern. Naja. Wie hieß der noch gleich? Heiko? Heiko hat keine Siegermentalität gehabt. So, Shinox. Dann wechseln wir auf Chillast. Mit Panflam meine ich, sollte man vorher entwickeln für die Kampf-Coverage, sonst wird es schwierig. Ja, gut, klar. Gut, dass wir keinen Panflam haben im Team. So, Absorber. Das Gute ist, dass Chillast halt als erstes Absorber gelernt hat, was uns ja immer wieder halt KP bringt. Was dazu führt, dass wir tendenziell, wenn wir Chillast reinschmeißen, nicht Tränke einsetzen müssen. Tendenziell. Oder zumindest deutlich weniger, als wir das bei einer anderen Pflanzenattacke gemacht hätten. Also hätte das jetzt irgendwie nicht Blättertanz. Wer ist das? Rasierblatt ist die Attacke, die man sonst irgendwie am Anfang lernen könnte. Ne? Vor allem ist Absorber Spezial, was die Einigler umgeht. Oh ja, Tatsache. Hast du recht. Stimmt. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln um... Shinox ist jetzt Level 11, das heißt, wir kriegen Gott raus. Schicken Gott raus. Und lassen Gott hochleveln. Na, bestenfalls hochleveln. Okay. Pokémon... Shinox... Nein, nicht Shinox, Chillast. So. Nenne mir eine Generation, wo in der ersten Arena mehr als zwei Kämpfe stattfinden. Nein, kann ich nicht. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, es könnte daran liegen, dass ich halt außer Gen 1, außer den Generationen, die ich hier mit euch gespielt habe, nur X und Y und Schwert und Schild gespielt habe. Und ich mir solche Details nicht merke. Also ich habe die Spiele auch jeweils nur einmal durchgespielt, außer Rubin, was ich bestimmt dreimal durchgespielt habe. Ja, also. So, willst du eine Challenge draus machen? Arena in einem Rutsch ohne Heal schaffen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass das keine Challenge ist. Also in unserem aktuellen, konkreten Fall. Agelast, der lernt Rasierblatt. Aber klar, From Outer Space Game. Ja, From Outer Space. Was ist dein Einsatz, wenn du schon so eine Challenge daraus machen willst? Du kannst ja gerne für den, wer ist es denn? Für den, für die Gruga-Liga, für den Verein kannst du ja Spenden da lassen oder Bits oder wie auch immer. Gott kommt nach vorne. Wie definierst du Heal from Outer Space Gaming? Unter Umständen wäre das sonst bereits verloren. Ja, ich würde Heals aus Attacken nicht dazu zählen, weil die Attacken halt so aufgebaut sind. Was ich aber auf jeden Fall gucken möchte, ist, was Rasierblatt für einen Angriff hat. Rasierblatt hat Stärke 55. Ich glaube tatsächlich, dass wir das hinbekommen werden. Und ansonsten schon halt machen wir Panzerschutz und erhöhen unseren Verteidigungswert und dann klappt das schon. Also unabhängig davon, was From Outer Space als Einsatz in Anführungsstrichen für diese Challenge uns präsentieren würde, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir brauchen nicht zum Pokémon Center zu rennen, sondern wir kriegen das auch so hin. Famous Last Words. Hi. Willkommen, dies ist die Arena von Erzelingen. Ich bin Weit, der Arenaleiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gesteins-Pokémon. Als Arenaleiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Ah Mist, das habe ich nicht mitbekommen, war gerade kurz AFK. Absorber wäre illegal gewesen. Ja, nee. Also, nee. So. Ey, Weit sieht einfach aus wie rothaariges Ich in einem Minen-Outfit. So. Weißt du, es wäre eine Challenge gewesen, hättest du gesagt, alle Pokémon außer Chillast. Weil dann hätte ich halt mit, also und keine Tränke. Weil dann hätte ich halt mit Heuler und den ganzen Status-Effekten kämpfen müssen. Hast du aber nicht gesagt. Und ich habe Rasierblatt gelernt, also. Ja, das wäre dann wirklich eine Herausforderung gewesen, genau. Wie gut, dass du eben AFK warst. Aber das Gute ist, du hast eh nichts, du hattest keinen Einsatz. Also es ist nicht weiter tragisch. Wir kommen hier einfach ganz gut durch wegen der Typen-Effektivitäten. Jetzt als nächstes Onix ein. Sag mal, gab es keine Gesteins-Pokémon in Gen 4, die hätten einsetzen können? Die haben dieselben Teams wie... Also nein, stimmt gar nicht. Warte, in Gen 3 hatten die, hatte die Arenaleiterin die erste auch Kleinsteins. Ich erinnere mich, dass die dann am Ende das Nass genäht hatte. In Gen 2 weiß ich nicht, was der Arenaleiter, die Arenaleiterin, ich weiß nicht mal mehr, wer das war. Ich glaube, die war gar nicht Gestein, oder? Irgendwie sowas. Gen 4 hat auch nur ungefähr Pokémon. Was? Seelenfisch? Was soll das heißen? 800. Ja gut, aber... Also... Wie heißt es denn? Gen 6 ist das, meine ich? Ja, Gen 6. Also XY hatten, glaube ich, nur 70 Pokémon oder so. Das heißt ja trotzdem nicht, dass die Arena-Leitenden nicht vielleicht Pokémon verwenden sollten, die aus der Generation stammen. Das ist sonst irgendwie blöd, finde ich. Guck mal, das ist doch ein Name, den ich nicht kenne. Cognodon. Okay, Gott hat Level 11 erreicht, das heißt, wir schmeißen Shinox rein. Eigentlich dürften wir jetzt unsere Pokémon, also neu gefangenen Pokémon, keine Spitznamen mehr geben. Damit das einzige Pokémon mit einem Spitznamen Gott ist. Und den Rest des Spiels acknowledgen wir einfach nicht, dass das Gott halt Gott ist. So, irgendwas stand da mit, du kannst mich nicht besiegen oder so, keine Ahnung, ich habe nicht zugehört. Warte, ist das Gestein Drache oder so? Aha, du hast Hähnchen gesehen. Was? Was? From Outer Space? Was? Okay. Es gibt einen Feuertop 4 in diesem Spiel, obwohl
es vor Erhalt des Nationaldecks nur zwei davon verfügbar sind in Diamant und Perl. Wie viele Pokémon? Oh, komm schon. Oh. That's unfortunate. Cognodon ist reingesteint, okay. Das ist aber unvorteilhaft. Das ist aber äußerst unvorteilhaft. Ein Exot von Spitzenstein getroffen. Hm. Also Beleber habe ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir verlieren das. Was ist Silberblick noch gleich? Silberblick senkt. Und das meinte ich mit Roadblock. Ja, warte. Ich muss mal eben in die Berichte gucken. Pokémon. Rhinox. Attacken. Silberblick. Das erhöht den Verteidigungswert. Ah ne, das sinkt den Verteidigungswert vom Gegner. Das lädt Energie für die kommende Elektroattacke auf, erhöht die Spezialverteidigung. Ja gut, das ist aber, das hilft ja nicht, ich habe ja keine Elektroattacken. Das heißt, tendenziell könnten wir jetzt mit Shinox Silberblick einsetzen, bis Shinox rausfliegt und dann... auf Gott wechseln. Heuler einsetzen, bis Gott rausfliegt und dann hoffen, dass Staralili ne, Flügelschlag ist nicht sehr effektiv, das heißt, das würden wir nicht einsetzen, aber dass Staralili mit Ruckzuckhieb oder ähnlichem halt durchkommt und oder noch mehr Heuler einsetzt. Also ich würde jetzt Shinox und Gott opfern auf Statusattacken. Staralili geht drauf wegen Gestein, ja. So viel zu, das wird keine Challenge. Ja, from Outer Space Gaming, absolut korrekt. Ich habe das gerade nicht mitbekommen. Wurde schon der Trank für Knocklodon verwendet? Nein, wurde er noch nicht. Das heißt, wir sollten das andersrum machen und erst Shinox, dann Staralili, dann Gott. Auch wenn Gotts Attacke nur Tackle ist und damit 35 statt 40 Punkte hat und nicht... Ja, aber du hast recht, Staralili stirbt einfach direkt wegen Gestein. Okay, wir haben einen Plan. Der Plan ist nicht gut, aber wir haben einen Plan. Cognodon macht den Plan auch einfach fertig, weil das einfach meine Pokémon killt. So, wir haben alle nur ineffektive Attacken. Ja, dass die alle nur ineffektive Attacken haben, sehe ich. Die hilft halt nicht. So. So, ja, nee, damit haben wir verloren. Wow, das ist das erste Mal, dass wir den ersten Arena-Kampf verlieren, glaube ich. Cognodon ist auch einfach viel zu schnell für uns. Also wir hätten jetzt vielleicht, mit Cognodon, mit Staralili einen Angriff durch den Ruckzuck-Hieb reinbekommen, bevor es uns gekillt hätte. Aber naja, jetzt Silberblick ein. Krass, hi. Das hilft jetzt nur nicht, weil ich Einigler einsetze. So. Cognodon hat auch keine Gesteinsattacken. Ha, okay. Kopfnuss. Okay. Gott hat es nicht ausgehalten. Wir whiten out. Krass. Erstaunlich. Kann aber mit Verfolgung um die Ecke kommen. Oh. Carsten rannte zu einem Pokémon-Center und beschützte die erschöpften und besiegten Pokémon vor weiterem Schaden. Krass. Oh wow, das ist, die machen richtig eine Animation draus und alles. Krass. Als deine Pokémon ihre KP verlieren, kannst du sie mal im Pokémon-Center auffüllen lassen. Falls du dich auf lange Reisen begibst, solltest du deinen Vorrat mit Tränken im Super... Ja, bringt mir ja nichts, wenn die Scheiße mich One-Hit-Killt. So. Wir akzeptieren jetzt einfach, dass wir weniger Geld haben. Okay. Die wichtigere Frage ist, machen wir jetzt Wahnsinn und versuchen das Gleiche nochmal? Weil jedes Mal, wenn wir die ersten zwei Pokémon besiegen, kriegen wir ja EP. Worst Case Scenario haben wir halt mehr EP gesammelt durch das Training gegen den Arena-Leitenden. Weil ansonsten gibt es halt hier noch keine Sachen, wo wir, also keine Leute, wo wir hingehen können, um wer ist denn, um zu trainieren. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal so weitermachen. Hättest du mal einen Netzball gekauft? Ja, dann hätte ich jetzt einen Netzball, den ich nicht, also Nestball. Es war der Netzball. Aber hätte ich jetzt den Netzball gekauft, dann hätte ich halt... Ich kann den Netzball ja nicht für 1000 wieder verkaufen. Ich habe ja dann nicht mehr Geld.
Das bringt halt nichts. So. Wobei mir jetzt auffällt, dass man Nuggets eigentlich als Sicherheit quasi haben sollte. Für den Fall, dass man, dass man Nuggets nicht verkaufen sollte, solange man den Inventarplatz nicht braucht. Weil man, wenn man stirbt, nicht die Hälfte seiner Nuggets verliert. Also, damit könnte man halt, also das ist quasi Lebensvorsorge für deine Pokémon. Weil klar, es ist sehr tempting, seine Nuggets direkt einzulösen. Aber wenn du whiteoutest, dann hast du auch direkt halt die Hälfte verloren. Das ist immer eine schlechte Idee. Okay. Ist die Taktik gegen Cocnodon dann zu versuchen, mit unseren anderen Pokémon erstmal Statusattacken reinzukriegen? Dafür sind unsere anderen Pokémon aber zu langsam. Das heißt also, wenn überhaupt, kämpfen mit Chillast, solange wir mit Chillast halt kämpfen können. Das ist mittlerweile Level 14, ist das halt gleich auf mit Cocnodon. So, nee, das heißt, wir machen keine Status-Attacken-Sachen, wir machen das anders. Und noch eine weitere andere Sache. Wir behalten Chillast direkt drin. Denn ich glaube, unser Chillast letztes Mal. Also wenn wir jetzt nicht auswechseln, dann können wir potenziell mit Chillast zuerst angreifen. Bevor wir Schaden kriegen. So. Hills Pokémon Finance Tipps nur hier auf dem Krugerliga Channel. Ja, genau. Das ist ähnlich wie wir das ausgerechnet haben. Du glaubst wohl, du kannst das nächste Pokémon wieder so einfach besiegen. Genau. Das ist ähnlich wie in Gen 2 die Finanztipps von wegen, wie viel Geld muss ich an meine Mutter geben. Beziehungsweise lohnt es sich, Geld an meine Mutter zu geben und das dann wieder mitzunehmen und so weiter in der Top 4, um möglichst viel Geld zu kriegen, um was auch immer wir da kaufen wollten zu kaufen. NFT-Tipps auf seinem privaten Channel, genau. Falls ihr nicht wisst, was das referenziert, auf meinem privaten Channel twitch.tv/gritkirill spiele ich Ni No Kuni Crossworlds und das ist ein Spiel, wo halt, naja, wo Kritik drüber herrscht, weil die Hersteller ermöglichen, eine Ressource, die man in-game farmen kann, gegen Kryptowährungen, beziehungsweise dann später irgendwann, wenn die es implementiert haben, NFT-Items auszuwechseln. Wir haben Cocnodon besiegt. Das hätten wir nicht geschafft, hätten wir ausgewechselt, würde ich spontan behaupten. Ey, und wir erreichen Level 15. Sehr gut, ich glaube, das wäre dann halt auch ein guter Abschluss für heute. Was? Das darf nicht wahr sein. Das war viel zu schnell. So, der Crit hat gemettert. Ja, wo wir wieder bei Crit Kirill sind. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Du bist der erste Trainer in dem... Felsenhart, du bist stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. Yay. Der geht einfach kaputt, wenn ich ihn dran mache, weil der halt aus Kohle ist. Der Kohleorden erlaubt es deinem Pokémon, die versteckte Maschine Zertrümmerer auch außerhalb des Kampfes einzusetzen. Und dies ist auch noch für dich. Ich hätte einem Pokémon Zertrümmerer beibringen sollen, nicht? Weil ich glaube, ich habe die VM. Tarnsteine, sie fügt dem Gegner einen Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Eine TM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Überlege dir gut, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Wir hätten echt einem Pokémon einfach auch Zertrümmerer beibringen sollen. Dann hätte mindestens ein anderes Pokémon auch noch eine effektive Attacke gehabt. Aber soweit denke ich nicht. Oder? Hatten wir das? Oder irre ich mich? Kampf-Items-Briefe, TM, VM. Yay. Kohle. Ja, Malefisto, danke für den Hinweis. So. Oh, ich erinnere mich, du solltest Glumanda Zerschneider beibringen. Nein, nicht Glumanda. Bisasam. Wir hatten keinen Glumanda, aber unseren Starter, genau. Jo. Das heißt, ab jetzt
weiß ich nicht, wo ich lang soll. Nein, ich wollte nicht in dieses Mini-Haus hier rein. Doch, ich glaube, ich weiß, wo ich lang soll. Ich glaube, ich muss jetzt nach Jubelstadt zurück. Wir können das Chelaster-Trümmer dabei bringen. Könnte ich. Oh nein, ich muss nach Jubelstadt. Und Perl taucht auch. Bums. Hups, Carsten, du hast den Orden bekommen, was? Ivy genau ist der nächste Ort, der eine Arena hat. Habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen. Das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden. Hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ivy genau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9. Bah, wer hat schon so Zeit zum Zählen? Fucking hell. Ich mache mir selber Stress dadurch, dass ich weiß, dass dieser Charakter halt so ist, wie er ist. Dass ich den super schnell vorlesen muss. Mein Gott. Nettes Gimmick, geh mal zu deinen Orden. Ja, ich weiß, dass man die polieren kann. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Pokémon geheilt habe oder nicht. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, die noch nicht die Original-Spiele gespielt haben. Ich weiß nicht, ob die das reproduziert haben auf der Switch. Die Switch hat einen Touchscreen. Theoretisch könnten die das auch machen. Aber hier unten, wenn ich zu meinen Orden gehe und diesen Orden-Dings aufmache. Ach ja, wenn ich drauf haue, macht es ein Geräusch. So, die sind am Ende ein funktionierendes Xylophon und das ist reproduziert, genau. Und ich kann die halt polieren. Jetzt glitzert der. Ich weiß nicht, ob die noch weiter hinausgehen als das, was ich hier mache. Wahrscheinlich nicht. Ich habe ein Geräusch gehört. Achso, ne, das war das. Oh! Guck mal, er hat jetzt 4 Sterne. Wie viele Sterne kann ich hier drauf kriegen? Ja, es geht noch eine Stufe, sagt Malefista. Okay. Der Sound vom Reiben ist weird, vor allem wenn man nur den Sound hat. Ja, das ist richtig. Okay, aber Malefista sagt, es gibt nur noch eine Stufe, das heißt, das hier war die krasseste. So, ich glaube, wir müssen die jedes Mal, wenn wir das Spiel neu anmachen, wieder machen oder so. So. Aber gut, wir müssen nach Jubelstadt. Und ich würde an dieser Stelle für heute aufhören und beim nächsten Mal bringen wir einem unserer Pokémon bei, wie Zertrümmerer funktioniert. Und dann gehen wir nach Ewigenau, also eigentlich erst nach Jubelstadt und dann nach Ewigenau, weil vermutlich in Jubelstadt wieder irgendwelcher Müll passieren wird, der uns den Weg nach Jubelstadt, nach Ewigenau blockiert. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Grugaliga Pokémorgen. Hoffentlich am Freitag, wenn ich es diesmal schaffe, rechtzeitig aufzuwachen. Mir dürfte zumindest nichts im Weg sein. Hier auf meinem privaten Kanal, donnerstags morgen streame ich Ni No Kuni Crossworlds, falls ihr da vorbeischauen wollt. In 10 Tagen, in genau 10 Tagen, ist die Grugapark Pokéliga im Grugapark in Essen. Falls ihr also noch nicht euch darüber informiert habt, dann tut das bitte. Wir sind ein Pokémon-Fan-Event, in dem wir einen Tag lang das Abenteuer-Pokémon ins echte Leben übertragen. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.